Der Herr warnt. Die Erde wird beben und große Katastrophen und Unglücke verursachen. Die Trompete Gottes. Trumpet Call of God. Januar 2010. Von Gott, dem Vater, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Diese Botschaft wurde 2 Tage vor dem großen Beben in Haiti gegeben. So spricht der Herr, euer Gott. Die Erde ist voller Gewalt. Die ganze Welt ist verdorben. Wahnsinn hat die Menschen überwältigt. Die Sünde wird hochgehalten und Abscheulichkeiten aller Art sind weithin akzeptiert. Große Bosheit breitet sich ungehindert aus in jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Wahnsinn hat die ganze Welt im Griff und auch mein Zorn, denn ich habe meine Hand entfernt. Seht, die Erde ist für eine Zeit und für diese kurze Zeitspanne verlassen, in der ich ihr den Rücken zugedreht habe. Und so wird es bleiben, bis der große Tag kommt, an dem ich schnell gegen sie vorgehen werde. Schaut, meine Miene hat sich verändert und ich werde ganz sicher mein Gesicht noch einmal auf sie richten. Doch nicht zum Guten, sondern zu großem Unheil. Denn mein Zorn ist entfacht und mein Gesicht ist hart gegen die Völker der Erde gerichtet. Auch in diesem Jahr werden viele die Stärke des Herrn zu spüren bekommen, die sich rasch aufbaut in seinem Zorn. Und die ganze Welt wird erschüttert werden. Denn die Herzen der Menschen sind sehr kalt geworden. Deshalb werde ich meine Feinde in meinem Zorn schlagen und die ganze Welt wird zittern. Seht, die Herzen der Menschen werden an jenem Tag schmelzen. Sie werden die Fassung verlieren und ihre Eingeweide werden beben und ihre Knie vor Angst einknicken. Und bis zu dieser Zeit und danach wird die Erde zittern und beben und Katastrophen und Unglücke verursachen, sowie Hunger und Seuchen aller Art hervorbringen. Denn all dies ist erst der Anfang der Schwierigkeiten. Die ersten Wehen einer erwartenden Mutter, die leidet, um zu gebären. Ich werde meine Hand gegen alle Nationen richten, die mich verlassen haben. Januar 2010. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Frage von Timothy. Herr, war das Erdbeben in Haiti Teil deines Urteils? Antwort von Gott, dem Vater. Auch von Haiti habe ich meine Hand entfernt. Aufgrund ihrer vielen Idole habe ich mein Gesicht von ihnen abgewendet. Und wegen all dieser Übel, die durch ihre eigenen Hände getan wurden, habe ich sie in meinem Zorn verlassen, sagt der Herr. Doch trauert nicht um all diese Toten, denn der Tod hat auf keinen Fall das letzte Wort. Weint und betet lieber für diejenigen, die zurückbleiben. Weint um jene, die mich ablehnen, und doppelt um jene, die weiterhin gegen mich rebellieren, sagt der Herr. Denn sie werden das volle Gewicht meines Zorns gegen die Nationen erleiden. Denn ich bin der Herr, und ich habe es so gewollt. Und ich werde meine Hand gegen alle Nationen richten, die mich verlassen haben. Denn die Nationen der Erde stellen ihre Hurereien vor mir zur Schau, ohne Unterbruch. Gierig häufen sie für sich selbst Perversionen aller Art an. Eifrig laufen sie, um jede Sünde zu begehen, die ich hasse
und praktizieren jede Abscheulichkeit zu ihrem eigenen Schmerz. Seht, sie feiern jeden Tag ihren Schmutz vor meinen Augen. Und jede Nacht schwelgen sie in all ihrer Unreinheit. Völker der Erde, wie lange wollt ihr den Herrn, euren Gott, noch versuchen? Denn ich kann euren Anblick nicht länger ertragen. Seht, ich habe euch viele Tage gegeben, um Buße zu tun. Doch eure Rebellion gegen mich nimmt laufend zu, indem ihr alles Böse gut nennt. Schnell verdeckt ihr jedes Licht, das ich euch gesandt habe, wodurch ihr mich verachtet habt, damit ihr in eurer Unzucht weiterschwelgen und all eure Abscheulichkeiten im Schutz der Nacht praktizieren könnt. Bosheit quillt über und Gottlosigkeit regiert. Es ist überhaupt nicht verborgen. Deshalb sagt der Herr zu den Bewohnern der Erde: Ihr seid gefallen. Wehe euch, wehe den Völkern der Erde. Ich bin gegen euch. Aber zuerst müsst ihr eine Zeit lang verlassen sein. Seht, der Tag ist über euch, an welchem ich ganz gewiss meinen Arm ausstrecken und Stadt um Stadt zu Fall bringen werde. Und viele mächtige Männer werden fallen. Große Männer werden ins Verderben gestürzt und jedes Idol wird zerbrochen werden. Sie werden alle zerschmettert und in Stücke gebrochen werden. Denn die Zeit der Vergeltung ist hier und sie wird weitergehen bis zur Vollendung, sagt der Herr, er, der steht und die Erde richtet.